Willkommen zurück und moin moin zu einer weiteren Runde L.A. Noire auf der Nintendo Switch. Wir befinden uns immer noch im Mordfall und zwar an dem Mord der Sekretärin Evelyn. Und wie ihr sehen könnt, waren wir jetzt gerade im Liquor Store und jetzt werden wir uns mal bei der Bowlingbahn umhören. Da ist sie anscheinend ja öfters mal und schauen mal, was da zu finden gibt. Vielleicht ist da jemand dabei, der uns was sagen kann. You drive. I need to go over the case notes. Was natürlich sehr praktisch wäre. Ein paar mehr Hinweise sind schon ganz gut. Nicht, dass sie auch einem oder dem Serienkiller oder das Messer gelaufen ist. Das wäre natürlich blöd. Etwas in eigener Sache. Ich mache jetzt zurzeit auch ein paar Livestreams zwischendurch mal. Falls ihr Lust haben solltet, bitte schreibt was in die Kommentare, wenn ihr mal L.A. Noire als Livestream haben wollt. Dann können wir zusammen einen Fall knacken. Das würde ich dann so planen, dass wir wirklich einen kompletten neuen Fall anfangen und wir den dann zusammen lösen. Livestreams gebe ich immer hier bekannt auf meinem Instagram-Kanal. Würde mich freuen, von euch zu hören. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Or maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tierney. He's a pin set. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind. Because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes. Thanks, ma'am. Let's go get him. Oh. Oh, er läuft gerade weg. Oder war er das nicht? Hat gerade jemand reingerannt? Tiernan, LAPD! Ach, schon wieder so eine Laufaktion. Warum laufen die immer alle weg? Warum laufen die immer weg? Oh nein, und ein Auto. Klar. Oh, ein schöner neuer Flitzer. Den so bin ich noch nicht gefahren. Bin ja gespannt. What are you waiting for? Get after him. We might go faster if we weren't carrying the extra weight. Come on, Phelps, you're losing that little weasel. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. Oh. Mein Gott, kriegen wir den noch? Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Wir müssen ein bisschen schneller werden, sonst ist er gleich weg. Ich sehe ihn da vorne. Another runner. At least we've got a suspect. Why do they always run? Ja, warum, frage mich auch, warum hauen die immer alle ab? More than one of these homicides, but they always seem to land. You know, your theories are not airtight by any means. Oh, der Wagen, der fährt sich echt gut. Ein feiner Flitzer. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. So, schieß mal in die Reifen. Oh nein! Scheiße. Die haben wir verloren. Oh. War natürlich nicht so cool. Wir probieren es aber gleich nochmal. Zack, hier noch einmal mein Instagram-Account. Nur falls es euch interessiert. Muss ein bisschen vorsichtig mit dem Wagen fahren, ist mir gerade aufgefallen. Der war echt. Er steuert sich mal ganz anders als die anderen Autos. Oh, die Speed unter dem Arsch. Tiernan! What are you waiting for? Los Get geht's. After it! We might go faster if we weren't carrying the extra Boah, weight. Das ist schon wieder an der gleichen Stelle, ne? Come on, Phelps, you're losing that little weasel. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Das ist Gegner, ich stehe einfach im Wagen mitten auf der Straße. Wie behindert ist denn das? Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Oh, ich fahre echt schlecht, Leute. Tut mir leid, Leute.
Aber den kriegen wir noch. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Oh, der entkommt uns. Nee, doch nicht. Den kriegen wir noch. He's going through the square. I hope the people see him in time to get out of the way. You gotta get me closer. What if they run because someone's setting them up? Because they feel like the deck is stacked against them. That don't make up ridiculous. But Erlang's here. Ist auch ein bisschen gefährlich, oder? Oh! Ah, God damn it! The train up ahead! Watch out, Cole! Ja, mein Wagen fährt nicht mehr. Mein Wagen ist Schrott. Going into the tunnels. God damn it! He'll kill himself. Oh. Doch gar nicht. Jetzt. Das ist dieser Wagen, der fährt auch echt schlecht um die Kurve. Also, das ist schlecht. Ich fahre schlecht um die Kurve. Nicht der Wagen. Jetzt kriegen wir ihn aber. Spüre es in meinen Urin, dass wir ihn jetzt bekommen. Das ist doch verrückt. So, komm schon, komm schon, komm schon. Und los geht's. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his tires! Ja, schieß doch mal ordentlich da, du. Another runner. Blöder Typ. At least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Ah, jetzt kommen wir schon mal ein bisschen besser ran. Don't go to sleep on me. Get me back in close. So. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. Jetzt haben wir ihn. Put your hands in the air. So ein Spinner. Keine Ahnung, wo der hin wollte überhaupt. Okay, jetzt haben wir noch jemanden. Wie sind schöne Autos hier? Pass auf. Polizisten-Mode? Scheiße, haben wir das angenommen? Na gut. Müssen wir kurz das wohl machen, was? Polizisten-Mode wollte ich gar nicht annehmen, aber wenn wir es schon mal haben, dann lösen wir das mal kurz zwischendurch nochmal. Oh, eine kleine Schießerei. Cop-Killer-Shot. Oh. Das war auch dumm von ihm gerade angeschossen zu werden. That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Lass dich nicht anschließen, so wie ich das getan habe. Ah. Get over here, will you? Na komm. Zeig dich. Wir müssen dich erschießen. So, gehen wir da hoch. Ah, wieso geht er nicht da hoch? Oben ist der Killer. Los. Warte. Diese blöde Treppe. I'll cover you. Muss wohl das Rohr hier hochklettern, das andere ging nicht.
schlagen halt das Rohr hoch. Mach ich doch eine Leiter. Die Leiter nehmen wir auch noch mit. Hier ist noch eine Leiter. Oh Gott, vielleicht ist mein Kollege tot, glaube ich. Na komm. Gut. Boah, ist natürlich schade für den toten Cop, aber wir haben ihn jedenfalls gerecht. Ich glaube, man sollte in Amerika niemals einen Polizisten anschießen. Das ist immer verkehrt. So, so eine kleine Zwischenmahlzeit für unsere Waffe. Kümmern wir uns weiter um unseren Fall und finden raus, wer die Sekretärin Evelyn ermordet hat. So, Arbeitsauto. Ja. Sehr gut. Also wir müssen jetzt zum anderen Ort. Wir werden jetzt mal die Mensch's Bar aufsuchen. Denn das ist die Bar, die das Opfer immer besucht hat. Ich fahre mal selbst. Wie ihr gesehen habt, bin ich ja ein super Mensch mit Fahrkünsten. Naja, aber solange es keine Verfolgungsjagd ist, wird es glaube ich nicht so schlimm werden. So. Drive safely. Keep LA safe. Na, das machen wir doch. Wow! Na, da stand bestimmt im Weg der Wagen. Oh, hier geht's schon rein. Nächste. Slow and steady, come on. Oh. Oh, unser Wagen ist wieder gleich. Wir wollen uns ein neues Auto, komm. Komm, ich hab hier drüben eins gesehen. Oder? Das ist auch eine nette Karre, die nehmen wir einfach. Komm her. Oh, ein Fahrzeug freigeschaltet. Ford Tudor Cabrio. Sag ein. Hey, come on. Ich dachte, das geht, da könnte man durchfahren. Das kann man wohl nicht. Ist der Wagen schon simuliert. Oh. I think the power's gone to your head, Phelps. Ja, ja, ein paar Menschen. Wir haben uns eilig, wir müssen einen Mord aufklären, das ist wichtig. So, es geht hier rein. Im Mensch-Spa. So, wo kann die denn sein? Auf der anderen Seite. Schauen wir uns das mal an. Mensch Spa, 12 Uhr. Mittags. Drink, fellas. Phelps, Galloway, Homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Oh. Mit ein paar von den Typen. Okay, gucken wir mal rum. Welche Typen sind alles da? Einer. Fragen wir ihn nochmal. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Ah, McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Naja, im Endeffekt kennt er sie ja schon, denn McCaffrey war ja der Typ, der ihr das Buch gegeben hat, ne? You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Ooh. You're lying, McCaffrey. You look down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again. I barely knew the woman. Okay, warum hast du ihr denn ein Buch gegeben? Bitteschön. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book.
And then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. Oh, vielleicht hat sie umgebracht. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Skirmishes? So nennt man das also. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information. Oh, beide richtig, super. Wird doch besser. Gibt's noch andere Leute hier, mit denen man schnacken kann? Anscheinend nicht, ne? Was ist das? Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly, return to Central, go to. 11 King, en route. Okay, wir müssen zurück ins Zentralrevier. Ja, ich komme schon. Lassen wir den Mann mal nicht warten und fahren zurück. Lassen wir unseren Kollegen fahren. You know the way. You can drive. Weil ich nicht genau weiß. Wenn wir jetzt ja bestimmt irgendwas erzählen wollen. Von dem, was unser Captain von uns vielleicht sagen kann. Was ist überhaupt Code 2? Frage ich mich. Was ist Code 2? Was ist Code 2? Weiß es nicht. Werden wir sehen. Gehen wir mal rein. Geht bestimmt um die Ringe. Okay. Ich denke mal, es geht um die Ringe, die wir beim Dings nachgeguckt haben. Vielleicht geht es immer noch um den einen Mörder. Ja. Ja, ein bisschen schneller runter, du bist zu langsam. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick, but she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said, cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Okay. Das fügt sich alles zu einem Serienkiller hin, ne? Muss man ja leider sagen. Ist leider, so ist es. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my hand. Okay, die Adresse rausfinden sollte ja nicht so schwer sein. Dann gehen wir einfach zum Telefon. Und dann gehe ich zum Telefon, während ich hier ohne Polizeirevier bin. Macht das Sinn? Naja gut, machen wir es so. Müsst ihr ja nur zur Zentrale gehen. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey,
126 Yale Street between Ord and Alpine. Where's a phone? Thank you. Okay. War jetzt auch nicht so schwer, ne? Ups. Gut, machen wir uns auf den Weg ziehen, würde ich sagen. Mal. Ich komme auch schon. So, unser Kollege fährt. You're behind the wheel. Let me pose a question. Okay. Depends. What you got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Na, das geht ja auch nicht. Man kann ja auch nicht einfach immer die Falschen einbuchten. Macht ja keinen Sinn. Dann hat man ja immer wieder einen neuen Mordfall. Man kann es also nie abschließen. Wir werden jetzt einen richtigen Mörder schnappen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt dieser Typ war, der McCaffrey, der Autor, der schon irgendwie dann wieder zu billig. Eigentlich muss es doch mal langsam einen Serienkiller geben. So viele Beweise und so viele Hinweise, wie wir gefunden haben. Ich bin gespannt. Okay. Mal nach, wo McCaffrey wohnt. McCaffrey 6. McCaffrey is in apartment 6. Okay. So, R6 könnte unten oder oben sein. Gucken wir mal hier, was da steht. 3 und hier, okay. Mal hoch. Hier ist 6. Perfekt. LAPD. Doesn't look like anybody's home. Terrible day. Gehen wir so rein. There's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Ah, die Unterseite des Briefes. Von ihr. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sichern, dass der Brief dich erreicht. Deine Mutter. Ja, das ist auf jeden Fall schon der zerrissene Brief. At very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. So, hier ist noch ein Buch. Incidental. Unwichtig, okay. Mehr ist hier nicht, ne? Nee. Gut, schau. Da liegt doch was Blutiges auf dem Boden. Ach komm, die Leute lassen das doch nicht immer alles liegen. Sind das denn für Mörder? Oh, ist der Bowlingbar. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see, Carruthers argues way out of this one. Okay. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Rocket in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation, at least. Also, sie wohnen wahrscheinlich da. Dann gehen wir mal hier die Treppen hoch. Gucken, was er da oben macht beim Taubenschlag. So, ich dachte, das wäre jetzt schon auch einfach gewesen. Ah, hier geht's raus. Roof Access, okay. Wir wetten, er rennt jetzt weg und wir haben eine heiße Verfolgungsjagd. Achtung, los geht's. Grosvenor McCaffrey! Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mein Gott. Die alle immer weglaufen, ne? Oh, sorry, Lady.
Aber du standst aber voll im Weg. Ich laufe so ein bisschen wie der T-1000 aus Terminator 2. Na komm, schnapp ihn dir. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. So verhaftet, Mann. Wir wollen die Fresse hauen. So, super. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tyrannan set him up. Don't think that asshole. So, wir fahren zum Zentralrevier nochmal. Und lassen ihn fahren. We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later time. Wird immer spannender mit den Worten. Finde ich. Bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt. So. Mal wieder ins Zentralrevier angekommen. Wo auch sonst. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan is in one, McCaffrey is in two. I want the confession from one of them. Okay. Gut, wann finden wir mal raus, wer es ist? Jetzt wird's schwierig. Gehen wir erstmal in 1 rein. Beziehungsweise in 2. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Alibi? Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Glaube ich nicht, denn wir haben doch was bei ihm gefunden. Oh. Und zwar haben wir gefunden das Ding. Bin ich mal schon mal überfragt, oder? Entfernen wir eine Antwort. Entschuldigen wir ihn. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? You're going to have to do better than that. Scheiße, es war auch echt schlecht. Okay, versuchen wir den anderen mal aufzuwühlen. Oh, das war jetzt echt schlecht von mir, aber wir haben ja noch einen anderen in Haft. Ich dachte, der ist weg. Hä? Hey, bin vorbeigegangen. Oh, scheiße. Ja, geh mal weg. In die falsche Richtung. So. Testen wir nochmal den. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? No way. I barely knew Evelyn. This is your automobile. Er sagt, er kennt sie kaum. Ist ja verkehrt, ne? That's correct. Can I see my cousin?
hell is the LAPD up to these days? Okay. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Wir sehen, wie du in ein Hotelzimmer gegangen bist. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night, we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Are there nappers? We're not dirty in this city anymore. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Well, are there any leads? Ihr wollt was von ihm, warum das denn? Can you? So I just spilled my guts. Can I cut out now? Is there a phone I can use? No. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but you know, I'm not so sure. No. Alibi? You and Evelyn were drinking together last night. And she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. So now you want me to lie. You're lying, Tiernan. You've been fighting with her. You fought, and... I'm not lying! She got up and left! That was it! Are you going to release me now? No. Isn't there anything else you can do? No way. Can I see my cousin? Was hatten wir noch mal gefunden? Is anybody making coffee soon? Oh. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. Mm-hmm. She would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer. McCaffrey was a hero. McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Has anyone seen my pen? Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. You really think I'm gonna squeal? I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that, and there's no way you can prove any different. Na, wir haben ja das Ding gefunden. Und da steht ja drauf, dass es von denen kommt. As hard as this is for you to contemplate, I really loved Evelyn. She was kind and gentle to me. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. Okay. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Okay, 3 von 4 Fragen richtig ist ja schon ziemlich gut. Also müssen wir jetzt nochmal mit dem anderen reden und ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln. Sollte ja möglich sein. Haben wir ein paar mehr Sachen gefunden? Find another fall guy, detective. I'm done. Ach, warte mal. Was? Wo war das Telefon da? Kontrollieren wir das mal kurz. Operator, give me dispatch. Putting you through now.
1247. How can I help you, Detective? How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Okay. Thanks for your help. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal rein zu ihm und werden nochmal über die kleine Akte reden. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Und das stimmt ja nicht, denn du hast ja fast eine Frau totgeprügelt. Mal gucken, ob wir das hier noch stehen haben. Da. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? So. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet! I could have fought for this country! I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch! What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her! Hey, boss. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grant. Now, I want you to put this business about wirklich wie Donald Trump, ne? This McCaffrey creature shows no remorse. And neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Wunderbar. Also laut den Beweisen könnte es gewesen sein, aber es sind ja alles auch so ein bisschen Indizien, oder? Kann auch der andere Typ gewesen sein. Naja, jedenfalls haben wir den Fall gelöst und sind so offen für unseren Dahlia-Mörder, den wir jetzt auch noch finden müssen. Das allerdings natürlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir schauen beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, moin moin.